Willkommen zurück zu unserem YouTube-Kanal, zu dem YouTube-Kanal der Yon GmbH. Mein Name ist Kai Reinke und ich freue mich wieder, dass Sie eingeschaltet haben. Schön, dass Sie da sind. Heute sind wir mal wieder an einem anderen Ort. Worum geht's? Es geht darum, wie unsere Bauteile montiert werden. Bis gleich. Ja, hallo, heute sind wir hier in der Werkstatt, in dem Teil, in dem unsere Bauteile montiert werden, um sie zu vermessen. Heute geht es eben um die Montage von bestimmten Bauteilen, von Schlitzbuchsen und von Duobuchsen. Das Video, das möchte ich an dieser Stelle einschieben, ist entstanden auf besonderen Wunsch eines Nutzers unserer Teile, eines unserer Kunden, der sich bei mir gemeldet hat mit der Frage: Sag mal, könnt ihr nicht mal zeigen in euren Videos, wie die Teile montiert werden? Das wollen wir gerne tun. Dazu brauchen wir eine Werkstattpresse. Diese Werkstattpresse hat jetzt keine weiteren Sicherheitsvorkehrungen, einfach weil sie sehr langsam läuft. Von daher ist das nicht notwendig. Wir sehen hier drüben auf der Seite in dem Regal einige Vorrichtungen, einige Einbauräume. Und wir sehen hier in diesem Schrank auf der anderen Seite alle Einbauräume für alle Teile, die wir jemals gemacht haben, in der oberen und unteren Toleranzgrenze. Das ist sehr wichtig. Die Einbauten, die wir hier durchführen, die werden in der Musterphase, in der Entwicklungsphase von den Konstrukteuren durchgeführt, was einfach den Grund hat, dass die Konstrukteure unbedingt wissen müssen, wie die Teile montiert werden, damit sie, wenn sie bei Ihnen, bei unseren Kunden vor Ort sind, hierzu vielleicht auch Rede und Antwort stehen können, wenn Fragen entstehen. Wenn das denn in die Serie übergeht, dann werden die Teile eingepresst von den Kollegen aus der QS, aus der Qualitätssicherung. Warum machen wir das Ganze? Warum müssen wir die überhaupt einpressen? Es gibt zwei wichtige Merkmale, die wir ermitteln müssen. Das sind einmal die Einpresskräfte oder die Vorspannkräfte. Und das sind dann auch die Bauteilsteifigkeiten, die gemessen werden müssen. Und um die Bauteilsteifigkeiten zu ermitteln, müssen die Bauteile eben eingebaut werden in Originaleinbauräume. Wie gesagt, wir machen das hier mit der Werkstattpresse. Wir machen das natürlich mit manuell bedienbaren Vorrichtungen, nicht unter Großserienbedingungen. Ich gehe davon aus, dass in der Großserie das hoffentlich etwas weiter automatisiert vonstatten geht als hier bei uns. Die Bauteile, Sie werden das gleich sehen, werden hier drunter positioniert. Mit dem Manometer dort hinten in der Ecke nehmen wir den Druck auf, den maximal entstehenden Druck, der notwendig ist, um die Teile einzupressen. Das wird dann umgerechnet in die Einpresskraft und findet dann auch Einzug in die Zeichnung. Wir fangen an mit Schlitzbuchsen. Bei Schlitzbuchsen, Sie werden das gleich sehen in dem Video, da ist einfach der Durchmesser des Herstellteils zunächst deutlich größer als der Einbauraum. Man hat zwar an den Einbauräumen in der Serie wie auch hier im Versuch eine Phase dran, aber allein über diese Phase das Bauteil im Durchmesser zu verringern, das wird in aller Regel nicht funktionieren. Wir brauchen dafür Einführhülsen. Diese Hülsen können konisch sein oder sie können auch rein zylindrisch sein. Wenn die Vorspannmaße groß sind, das heißt, wir drücken den Durchmesser stark zusammen, dann bevorzugen wir konische Einführhülsen. Das macht den Bauraum zwar etwas länger, die Einführhülse etwas höher, aber das reduziert die Einpresskräfte. Wenn die Vorspannung relativ klein ist, dann funktioniert es auch ganz gut mit einer zylindrischen Einführhülse. Wir brauchen auch unterschiedliche Stempel, weil sich der Durchmesser des Außenrohres beim Einpressen einfach auch verringert. Ist der Stempel anfänglich zu weit nach innen reichend, passt das nicht in die Vorrichtung rein, ist er nicht groß genug, dann flutscht natürlich ab an dem bestimmten Durchmesser des Teils das Außenrohr unter dem Stempel hervor. Wir machen das bei uns hier in der Werkstatt mit mehreren Stempeln. Es gibt auch für die Serie sogenannte einstellbare Stempel, die dann einfach, oder bewegliche Stempel, die dann quasi mitwandern. Das muss man dann auch sehen. Wir würden dann auch unseren Kunden bei der Auslegung und Konstruktion dieser Werkzeuge natürlich helfen. So, das war es mal genug von der Theorie und jetzt gehen wir ans Einpressen. So, der Kollege positioniert den Einbauraum jetzt unter der Presse. Das ist jetzt die Einführhülse. In diesem Fall ist sie konisch. Und die Schlitzbuchse wird
in dieser Einführhülse positioniert. Wir verwenden einen Doppelstempel, der auf beiden Seiten unterschiedlichen Durchmesser hat. Wir fangen an mit dem größeren Durchmesser. Den pressen wir jetzt ein, wie man sehen kann. Der größere Durchmesser passt natürlich nicht ganz bis durch die gesamte Einführhülse. Deswegen ist der Ring auch vorgesehen dort. Dort stoppt das Ganze. An dieser Stelle wäre dann der Außendurchmesser des Stempels zu groß für den konischen Einbauraum. Und anfänglich ist der kleine Stempeldurchmesser, der jetzt zum Einsatz kommt, zu klein, um dann auch das Außenrohr noch zu überdecken. Im Hintergrund sehen Sie die Manometeranzeige, die wir dann eben auch umrechnen können. Die Umrechnungstabelle hängt direkt daneben in die entsprechende Einpresskraft. So, jetzt wird die letzte Phase des Pressvorgangs durchgeführt und wir erkennen jetzt hier einen Einpressdruck von etwas mehr als 120 Bar. Gut, Schlitzbuchsen haben wir jetzt eingepresst, Sie haben es gesehen. Jetzt kommen Duobuchsen dran. Duobuchsen werden jetzt nicht in dem Sinne eingepresst, aber sie werden vorgespannt in einem Gehäuse. Nun, auch hier ist es so, dass wir selbstverständlich die Bauteile unter Musterbedingungen, unter Werkstattbedingungen auch einbauen. Und in der Serie wird auch das hoffentlich etwas effizienter gehen. In der Serie ist es sicherlich auch nicht zwingend notwendig, das unter einer Presse zu machen. Es hilft, aber natürlich, Sie können oftmals die Stabilisatoren oder welche Geräte auch immer involviert sind, gar nicht unter die Presse bringen. Man kann es eben auch machen, indem man die Verschraubung des Einbauraums dann aber sehr gleichmäßig anzieht. Sie sehen auch noch als weitere Besonderheit diese Schieber links und rechts des Einbauraums. Diese sind notwendig für uns, um genau den Zeitpunkt herauszufinden, an dem der Einbauraum unmittelbar gerade soeben geschlossen ist. Weil an dem Punkt wir den Einpressdruck, den Druck ablesen von dem Manometer der Presse, um dann wiederum die Vorspannkraft zu ermitteln. Wenn wir etwas weiterfahren, dann drückt die Presse irgendwann Metall auf Metall, blockiert und dann geht natürlich die Kraft hoch, so hoch, wie es die Presse eben so hergibt. Ne? Also, jetzt bauen wir mal die Duobuchsen ein. So, wir haben hier das untere Gehäuse schon mal vorbereitet. Der Kollege legt eine untere Halbschale ein. Der Grund ist einfach deshalb, wir haben hier ein Standardgehäuse verwendet, was wir mit Hilfe von Adapterschalen anpassen an die jeweiligen Duobuchsen, damit wir nicht immer so viele große Gehäuse machen müssen. Das wäre sonst relativ teuer. Sie sehen hier diese Schieber. Sie sehen auch zwei Führungen, damit einfach gewährleistet ist, dass die beiden Hälften des Gehäuses absolut parallel zueinander fahren. Inzwischen hat der Kollege bereits die obere Halbschale, die obere Adapterschale aufgelegt und jetzt kommt das obere Gehäuseteil. Sie sehen einfach, dass das natürlich alles noch nicht so ganz zusammenfluppt. Liegt natürlich daran, dass die Vorspannkraft noch fehlt. Im Übrigen erkennen Sie hier eine Zahl 59,82. Das ist das tatsächliche Istmaß des Bolzens für diese Duobuchse. Ist nicht das Nennmaß, ist möglicherweise die untere Toleranzgrenze oder die obere Toleranzgrenze. Wie gesagt, über die verschiedenen Vorspannungen kann man die Toleranzen herausfahren. Jetzt wird das Gehäuse zugefahren und es wird der Schieber bewegt und jetzt geht er nicht mehr. Und sehen Sie, an der Stelle ist dann Schluss. Wir sind bei knapp 300 Bar Einpressdruck oder Schließdruck angekommen. Das entspricht einer Vorspannkraft von etwas mehr als 100 kN. Und jetzt kann der Kollege ganz bequem, ganz angenehm die Schrauben schließen. In einem echten Montagevorgang, in der Realität natürlich, müsste man diese Vorspannkraft über die Verschraubung aufbringen. Und da wäre das dann auch schon wichtig, dass diese Verschraubung nach Möglichkeit so gleichmäßig wie irgendwie möglich vonstatten geht, damit das Gehäuse nicht verkippt. Das wird jetzt hier alles angezogen, natürlich alles erkennbar. Das sind Werkstattbedingungen, das ist ja ganz klar. Ich denke, hier würde man das in der Realität in einem Serienmontageprozess natürlich ganz anders gestalten. Ja, schauen wir dem Kollegen noch ein bisschen zu, wie er hier das Drehmoment aufbringt, um die Halbschalen zu verschließen. Das ist gleich der Fall. Sehr gut, macht er das.
So, jetzt ist alles zu. Der Pressendruck wird abgenommen und das Bauteil kann vermessen werden. So, dann haben wir heute Schlitzbuchsen eingepresst, Duobuchsen montiert. Damit sind wir im Prinzip am Ende des heutigen Videos. So wie dieses Video eben, ich sagte es vorhin, entstanden ist aufgrund einer Anregung eines Kunden von uns, möchte ich Sie auch bitten, wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, mich anzurufen oder mir eine E-Mail zu schreiben oder mich über die diversen Kanäle zu kontaktieren. Sie finden alle Kontaktdaten unten in der Infobox. Dann können wir auch Ihr Thema zum Thema unseres Videos machen, wenn es dann passt. Überhaupt möchte ich dann noch mal darauf hinweisen, dass wir auch ein Video planen zum Thema Fragen und Antworten. Schicken Sie mir Ihre Fragen, was bewegt Sie, was interessiert Sie rund um die Fertigung, um die Entwicklung, um den Einsatz von Gummimetallteilen. Und weitestgehend werde ich dann versuchen, das auch zu beantworten, soweit ich das eben kann. Ansonsten freue ich mich, dass Sie so lange dabei geblieben sind. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich möchte Sie einfach auch bitten, den Kanal zu abonnieren. Knöpfe sind alle unten. Denn wie gesagt, wir sind noch auf der Suche nach dem 100. Abonnenten. Ja, es kommen noch ein paar dazwischen, weil dann ja auch der Herr Schiebel mal vor der Kamera erscheinen möchte. Beim Herrn Schiebel möchte ich mich bei der Gelegenheit auch ganz herzlich bedanken, der heute mal wieder ganz fantastisch die Regie übernommen hat und der auch in den nächsten Tagen sich mit dem Schneiden des Videos beschäftigen wird. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie ein Like da, teilen Sie das Video, kommentieren Sie es und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.